Na los! Oh yeah! Wow, ich bin schon viel besser geworden. Herzen male ich am liebsten. Hey, bleib, wo du bist! Na los, mach schneller! Los, go, go! Geht das auch leiser, Betty? Ruhe da drüben. Oh! Hey, deine Taste! Du hämmerst voll auf der Tastatur herum. Oh, wie soll ich denn jetzt nur spielen? So ein Mist. Gib sie her. Die gehört jetzt mir. Oh, voll ätzend. Sie hat den Stift vergessen. Ich weiß schon, wofür der gut ist. Wenn dir eine Taste kaputt gegangen ist, kannst du dir eine neue mit einem 3D-Stift machen. Achte darauf, dass sie so hoch ist wie die anderen Tasten. Und der Moment der Wahrheit. Yes! Die Show geht weiter. Wow, Betty, du bist ja zurück. Bin wieder da. Betty, du hast meinen Stift genommen, ohne zu fragen. Geschwister sind voll nervig. Das musst du gerade sagen. Wenn du meinst. Wo ist denn mein Buch? Ja, das kann doch nicht so schlimm sein. Oh, ich langweile mich jetzt schon. Wer ist das denn? Hallo? Du bist schon durch mit dem Buch? Mach ich auch nicht. Ich will lieber was anderes machen. Zum Beispiel einen Film schauen. Oh, das ist der beste Teil. Stirb, Roboter, stirb! Oh, komm schon, nur noch 2 Punkte. Oh Mann, wie spät ist es denn? Was? Oh, schon fast 8? Dieser neue Stift ist genial. Oh, bin ich pünktlich? Hey, habe ich viel verpasst? Also, ich weiß, dass ihr euch alle für den Zellkern interessiert. Ich weiß nicht, ob ich wach bleiben kann. Nina? Nina! Nina! Wach auf! Hallo? Oh, das ist echt schrecklich. Na, ich muss ja nur wach aussehen, oder? Na, große Augen kommen zur Rettung. Um die herzustellen, brauchst du zuerst ein Selfie. Naja, nur die Augen. Sehe ich jetzt wach aus? Aber wenn ihr Sulfur hinzugebt. Gute Nacht. Hat jemand Fragen? Oh, Junge. Hier schläft wohl jemand. Vielleicht braucht sie einen kleinen Weckruf. Ich geh mal rüber. Oh, nee. Oh, Nina. Du hast wohl gerade deine Äuglein zu, hä? Huh? Aber du hast dir den falschen Unterricht ausgesucht. Hallo? Da, Nina. Ah, was? Ja, guten Morgen. Ich will echt nicht in ihrer Haut stecken. Oh, sie ist so wunderschön. Ich will nur trainieren. Ich fange mal mit dem Dehnen an. Okay, Gewichte. Ich werde jetzt bloß das Richtige auswählen. Oh Mann, warum kriege ich denn die Kugelhantel nicht hoch? Na bitte. Wow. Bleib bitte auf deiner Seite mit deinen Gewichten. Okay, vielleicht sind die hier besser. Oder die? Ja, die habe ich gesucht. Ja, das ist mein Bizeps. Ja, klar. Aber das ist mir doch egal. Was? Oh, die kann die Kugelhantel hochheben? Ist sie Wonder Woman oder so? Hey, du Loser. Sag deinen Muskeln, dass sie sich entwickeln sollen. Autsch. Wonder Woman würde nie so gemein sein. Ach, was soll's. Wer braucht die schon? Ich muss einfach einen Kreis aus dem Schaumstoff ausschneiden. Dann kommt ein Stück Schleifpapier. Ich schleife nur die Kanten ab. Oh, schau dir das an. Die Kanten sind glatt und abgerundet. Perfekt. Jetzt weiter mit dem Cutter. Es muss noch ein bisschen mehr geschnitten werden. Kleiner Kreis genau in die Mitte. Genauso. Jetzt noch ein bisschen Metallic-Sprühfarbe. Ich besprühe das ganze Ding, damit es wie Metall aussieht. Ich muss nur mehr davon machen und auch verschiedene Größen. Okay, ich brauche auch noch ein Schaumstoff-Sechseck. Und das kommt direkt in die Mitte. Jetzt nehme ich den Schaumstoffdübel und mal ihn schwarz an.
Der passt perfekt in das Loch. Schau dir das an. Ich habe Gewichte gemacht. Aber natürlich wegen überhaupt nichts. Okay, jetzt muss ich nur noch warten. Oh, da kommt sie. Hey, 57, 58, 59. Oh mein Gott, die Gewichte sehen echt schwer aus. Boah, bist du stark. Ja, schau dir das an. Keine große Sache. Hey, willst du mit zu mir kommen? Was ist das denn? Das sind ja gar keine echten Hanteln. Boah, die sind aus Schaumstoff. Hä? Wer kommt denn auf so eine dumme Idee? Ich nehme doch an, ihr habt beide gelernt. Das hoffe ich auf jeden Fall. Oh, das sieht schwer aus. Ach was, das sieht ganz einfach aus, Nina. Was machst du denn da? Mann, ist die egoistisch. Ich schätze, ich muss das alleine rocken. Ich kann mich aber nichts davon erinnern. Wer ist das denn? Bleibt, wo ihr seid. Habt ihr gehört? Ja, der ist rausgegangen. Zeit, die Antworten nachzuschauen. Oh, ich kann nicht glauben, dass er einfach so rausgegangen ist. Oh, ich bin ein Glückspilz. Ich habe heute einen Rock angezogen. Das geht doch wieder ab, oder? Das sollte helfen. Oh Mist, ich hätte einen Pulli mitbringen sollen. Oh, der blöde Rock ist zu kurz. Boah, das ist echt peinlich. Ah, ich habe eine Idee. Ich verwende einfach ein bisschen Make-up. Und das ist genau die richtige Farbe. Ich muss es allerdings noch ein bisschen sehen können. Ja, und der Test kann weitergehen. Sowas von clever. Ja, ich liebe dich auch, Mama. Ha, der vermutet rein gar nichts. Diese Eins gehört mir. Man kann nichts sehen, oder? Tja, warum lernen, wenn man einfach abspicken kann? Fertig. Du musst aber schnell, Nina. Wow, die Party scheint ja toll zu sein. Okay, das ist meine Chance. Tief einatmen. Hey, wie geht's? Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche guten Podcasts gehört? Schau mal da drüben. Ist das nicht cool? Was? Wo ist sie denn hin? Oh, sie haben mich observiert. Naja, das ist okay. Ich kann es ja nochmal versuchen. Hey, guter Punsch, hä? Entschuldige mich. Ich muss irgendwo hin. Hey, tolle Party, oder? Sorry. Ja, ich habe einen Anruf und muss da rangehen. Ich wette, das war gar kein echter Anruf. Ich weiß überhaupt nicht, was ich falsch mache. Autsch, wo rennen denn alle hin? Die wollen nur zu ihm? Das macht doch gar keinen Sinn. Was hat der, was ich nicht hab? Oh, ich verstehe. Seine Haare. Okay, seine Garderobe. Tattoos. Ja, wie kann ich denn da mithalten? Aber schau, wie beliebt er ist. Ha, was denn das? Ein Rockmagazin? Hey, temporäre Tattoos. Voll gut. Oh, wow, die sind ja unglaublich. Zeit, die einzusetzen. Alles klar, ich bin bereit für meine Tattoos. Einfach den Ärmel hochkrempeln und das Tattoo positionieren. Jetzt schön nass machen. Oh, scheint gut zu kleben. Das Papier abziehen und sehen, ob es geklappt hat. Oh, wow, das hat funktioniert. Das sieht echt aus. Okay, Zeit, die Party zu rocken mit meinem neuen Look. Ja, ich habe die Haare, die Garderobe und die Tattoos. Alle Tattoos. Da sind sie ja. Hallo zusammen. Oh, ich meine, hey, was geht ab, Leute? Boah, schau dir den an. Aus dem Weg. Den habe ich schon reserviert. Hey, was ist denn los? Deine Tattoos sind so cool. Naja, egal. Wenigstens habe ich Popcorn. Hey, lass uns ein Selfie machen. Lächeln. Scheint das richtige Haus zu sein. Oh, das muss mein Paket sein. Bitte schön, Ihre Lieferung. Ja, ich liebe es, Pakete aufzumachen. Und das hier kommt aus Australien. Ich muss nur rankommen. Komm schon, Klebeband. Geh ab. Och, das
das bringt nichts. Oh, na klar. Ich nehme die Schere. Ha, geht doch. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich schneide das ganze Klebeband auf. Na, endlich. Jetzt geht's auf. Oh nein, die Schere hat meinen Mantel ruiniert. Nein, er ist völlig im Eimer. Was für ein Riesenmist. Aber vielleicht kann man ja doch noch was machen. Okay, ich ziehe ihn einfach mal an und sehe, wo wir stehen. Jetzt brauche ich wieder eine Schere. Ich schneide einfach da weiter, wo er schon kaputt ist. So, einmal ringsrum. Und jetzt kann ich das Unterteil als Rock anziehen. Mit den Knöpfen bleibt er an seinem Platz. Klasse, jetzt habe ich eine kleine Jacke und einen Rock. Wow, das sieht großartig aus. Davon muss ich ein Foto machen. Diese Selfies werden so viele Likes kriegen. Ja, dieses Foto schicke ich auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, es gefällt ihr. Es gefällt ihr. Sie findet es cool. Juhu. Na, der Unterricht ist nicht mehr derselbe, seit wir alle Smartphones haben. Frag einfach den Lehrer. Ja, Zeit, die Handys abzugeben. Oh, schnell verstecken. Seid ihr dann fleißig am Lernen? Oh, ich hab fast gewonnen. Och, ich hasse es hier. Ach, als ob ich was über Photosynthese lesen will. Ja, wenn du dein Handy benutzen willst, musst du extra gerissen sein. Oh, die Antwort lag die ganze Zeit vor mir. Lege dein Handy mit dem Display nach unten hin und ziehe eine Linie mit etwas Heißkleber. Ja, bis ganz nach unten. Klebe dann einen Buntstift an. Perfekt. Nur noch ein paar mehr. Sieht irgendwie cool aus, oder? Wenn ich jetzt Selfies mache, ist mein Handy nicht sichtbar. Ich benutze nur meine Buntstifte. Ja, was für ein Idiot. Diese Hack ist einfach genial. Es ist Waschtag. Wie gut, dass ich nicht so viel waschen muss. Oh, meine Jeans. Die ist definitiv meine Lieblingshose. Und das war's. Nur eine kleine Waschladung. Los geht's. Das kann ja nicht lange dauern. Mal auf die Uhr schauen. Ich setze mich einfach so lang hier hin und warte. Wow, hier kann ich so viel lernen. Ja, ich warte nur, dass meine Wäsche fertig ist. Oh, sie ist fertig. Ich rufe sie später nochmal an. Okay, da ist mein Rock. Was? Was ist denn damit passiert? Er ist winzig. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Bitte nicht auch meine Lieblingsjeans. Puh, die sehen noch ganz okay aus. Ich probiere sie sicherheitshalber an. Komm schon, rein da. Das muss doch passen. Oh, vergiss es. Die muss auch eingelaufen sein. Meine Lieblingsjeans. Total ruiniert. Unfassbar. Mir so den Tag zu verderben. Blöde Hose. Ich habe ihr doch überhaupt nichts getan. Warte mal. Vielleicht kann man ja doch noch was machen. Ha, ich ziehe sie einfach rückwärts an. Ich ziehe sie auf beiden Beinen ein Stück hoch. Und dann ziehe ich sie einfach hoch. Ja, es funktioniert. Diese Hose habe ich überlistet. Tschüss, Rock. Die brauche ich nicht mehr. Ja, meine Lieblingsjeans hält noch eine Weile. Und sie sieht noch so gut aus wie vorher. Dann kann sie endlich losgehen. Du bist so cool. Hey Luna, du siehst gut aus. Das ist so seltsam. Und echt nervig. Das reicht. Jeden Tag dasselbe mit euch beiden. Wow, beruhig dich. Das bringt mich auf eine Idee. Ich weiß, wie ich heimlich mit Kevin reden kann. Zuerst klebe ich Klebeband auf meinen Notizblock. Das sollte reichen. Dann schneide ich ein Stück Schwamm ab. Etwa in der Größe. Nun gebe ich etwas Kleber auf den Schwamm. Aber nicht zu viel. Dann befestige ich den Schwamm an dem Stift. Und jetzt kommt die Nachricht an Kevin.
Hey, gib das mal Kevin, bitte. Das ist für dich. Nimm es. Voll gut. Ich muss ihr antworten. Also das nervt mich genauso. Ich verpetz euch jetzt. Das nehm ich. Die Nachricht wische ich schnell weg. Ich freue mich so auf heute Abend. Gib das her. Mist, das müssen Sie sehen. Was ist denn, Cheryl? Die zwei schreiben sich Nachrichten. Aber eben stand sie noch da. Ach, vergeude nicht meine Zeit, Cheryl. Da stand was drauf, ich schwöre. Oh nein, mein Test. Ich will nicht durchfallen. Nein. Also dann bis später. Kann's kaum erwarten. Das ist so schwer, ich check's einfach nicht. Nope, das stimmt nicht. Ich muss mich beeilen. Mit dem Handy ist es einfacher. So lernst du nichts, Cheryl. Darf ich auf die Toilette gehen? Okay, beeil dich. Dieses Fach bestehe ich nie. Oh, ich will Wasser trinken. Ich brauche ein kleines Päuschen. Ich brauche einen Plan. Moment mal, das ist es. Das ergibt keinen Sinn. Das ist eine gute Idee. Ich schreibe Zahlen auf den Becher. Den Becher stecke ich in einen anderen Becher. Dann male ich das Plus- und Minuszeichen auf den Becher. Dasselbe mache ich mit den anderen. Für die richtige Antwort muss ich die Becher drehen. Yes, das ist richtig. Darauf wäre ich nie gekommen. Das ist so viel einfacher. Ich muss bald mit meinen Zehen weiterzählen. Oh, ich sollte Luna helfen. Hey, lass deine Socken an und probier das hier. Wow, danke. Hey, was machst du da? Oh, ich hab's versucht. Ich verstehe das nicht. Oh, das ist knifflig. Ich hätte doch mal lernen sollen. Psst, Madison, Madison. Hi. Hi, David. Oh ja, es ist soweit. Die sind für dich. Du bist ja so romantisch. Ich freue mich, mit dir den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich bin überglücklich. Hey, Kleiner. Oh, du wirst meinen Schnurrbart bekommen, Gucci Goo. Das Leben ist perfekt. Hey, hallo, bist du da? Kannst du mir einen Stift geben? Oh, ja, natürlich. Hier hast du... Oh, warte. Den angeknabberten Stift kann ich David nicht geben. Ich suche schnell einen anderen. Wow, ich muss wirklich damit aufhören, auf den Stiften rumzuknabbern. Hi, David. Hey, Emma. Du kannst meinen Stift haben. Warte einfach kurz, okay? Ich kann's nicht glauben. Was hat Emma vor? Ich muss mich beeilen. Das sieht gut aus. Ich brauche nicht lange. Ich muss hier doch noch einen Stift haben. Das war's. Oh, vielleicht kann ich den Nagellack gebrauchen. Ich denke, das könnte klappen. Zuerst nehme ich einen Kuli auseinander. Dann schneide ich die Mine ab. Jetzt mach etwas Heißkleber ans Ende der Mine. Und nun zum Nagellack. Ich platziere die Mine in der Flasche und verteile Kleber drumherum. Ich lasse ihn aushärten und setze dann den oberen Teil drauf. Das sollte gehen. Jetzt ist es ein Glitzerstift. Das sieht aber schick aus. Und ich kann die Kappe wieder draufschrauben. Das ist viel besser als so ein langweiliger Stift. Hier hast du's. Oh mein Gott, wir haben uns berührt. Jetzt kann ich endlich loslegen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Das ist ein guter Stift, danke. Ja, es hat geklappt. Du bist so hübsch. Ich meine, deine Schrift ist hübsch. Ich freue mich so auf Kunst. Okay, klasse, heute malen wir eine Katze. Seht nur, wie süß sie aussieht. Na dann, fangt an. Oh, das ist schwer. Das ist ihr Schwanz. Wow, das ist hässlich.
Fertig! Ist nicht mein bestes Bild, aber für die Schule reicht's. Was? Das ist unglaublich! Was für ein Tag! Gib das her! Oh, die schenke ich dir. Ich habe eine Idee. Eine gute Idee. Wenn ich den Gummi um die Stifte binde und dasselbe hier mache, dann kann ich die Katze in meinem Notizbuch nachfahren. Es funktioniert. Solange ich den Linien folge, habe ich eine perfekte Kopie. Wow, das sieht toll aus. Echt gut. Ich bin beeindruckt, Cheryl. Danke, ich bin ein Naturtalent. Eine 2? Wundervoll, wie immer, Luna. 1+. Mach weiter so. Danke. Oh nein, er druckt wieder. Psst, hör auf. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich hasse Kunst. Strubbeleralarm. Das sollte das Problem lösen. Was? Der Physiktest ist heute? Oh nee, wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht kann ich noch schnell ein bisschen lernen. Ja, das Ding hat schon lange kein Tageslicht mehr gesehen. Oh, das nenne ich eine Staubwolke. Ach. Mensch, das werde ich mir nie merken können. Ich fall bestimmt durch. Uch. Als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte. Mann. Moment mal. Ich kann aber auf meine Haut schreiben, oder? Ich hatte gerade die brillanteste Idee. Ich schreibe die Antworten einfach auf mein Knie. Das ist der coolste Spickzettel. Ich muss mir nie wieder Formeln merken. So nutzt man, was man hat, Madison. Und um sicherzustellen, dass es nicht verschmiert, hält Haarspray weiter. Perfekt. Ich habe mich noch nie so vorbereitet gefühlt. Es ist das perfekte Verbrechen. Und wenn die Lehrerin nicht hinschaut, einfach kurz am Knie spicken. Hallo, Klasse. Was machst du da? David, schnell. Oh nein. Oh, ich bin nicht so gut unter Druck. Sie gehört ganz Ihnen. Das ist zwar seltsam, aber okay. Ich bin auch schon weg. Oh, das war knapp. Aber du hast es geschafft. Entschuldigung, ich bin spät dran. Aber lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Oh. Warum schreibt die Kreide nichts? Das ist so lustig. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Vielleicht ist sie schmutzig. Moment mal, da ist etwas auf der Tafel. Ist das Seife? Ich bin so enttäuscht von euch. Das war ein Klassiker. Es ist okay, ich muss mich nur kurz sammeln. Ich weiß, ich kann mein Notizbuch nehmen. Ich klebe einfach einen Streifenklebeband an die Kante. Außerdem habe ich Tafelfarbe zur Hand. Damit bemale ich den gesamten Deckel. Das ist sogar entspannend. Ich bin fast fertig. Es muss nur noch trocknen. Jetzt ziehe ich das Klebeband wieder ab. Vorsichtig, ich möchte den Anstrich nicht ruinieren. Ich brauche die Tafel nicht, wenn ich mein Notizbuch habe. Ich schreibe die Gleichung einfach auf den Notizbuchdeckel. Das geht ziemlich gut. Und jetzt möchte ich die Lösung wissen. Oh, was ist nur los? Okay, Klasse, wer möchte antworten? Du? Aber, na gut. Komm nach vorne. Bleib cool. Jetzt bist du nicht mehr so clever, was? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Wie wär's mit der? Falsch. Setz dich. Was hast du dir denn gedacht? Verbringe weniger Zeit mit Schabernack, dafür mehr Zeit mit Lernen. Ich wische das wieder weg. Du!
Madison. Ich? Das wird übel enden. Oh, mal hab ich gut geschlafen. Na, schnell Zähne putzen. Mundgeruch geht nämlich gar nicht. Oh Mist, jetzt habe ich die Kappe fallen lassen. Oh, wo ist sie denn hin? Dafür ist es echt zu früh. Jetzt muss ich auf den Boden, nur um diese blöde Kappe zu suchen. Wo ist die denn? Wo kann die denn nur sein? Na, ich greife einfach mal zu und gucke, ob ich sie finde. Ha! Ah, Moment, Lippenstift? Ihhh! Markus? Hatte hier jemand ein Konzert? Ein Handrührgerät? Hä? Ich will gar nicht wissen, warum das da drunter lag. Mann, aber keine Kappe weit und breit. Toll. Und jetzt sind meine Hände ganz schmutzig. Ja, dreckig und staubig. Die sollte ich wohl waschen. Na, mit ein bisschen Seife sollte das ja klappen. Hey, Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dazu brauche ich natürlich die Zahnpasta. Und ein Cuttermesser. Und jetzt geht's ans Schneiden. Ich schneide den oberen Teil der Zahnpastatube ab. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Stattdessen nehme ich einfach die Pumpe von der Seife. Die passt genau rein. Perfekt. Jetzt hat meine Zahnpastatube eine Pumpe. Damit muss ich mir nie wieder Sorgen um die Kappe machen. Und die Zahnpasta sieht auch noch perfekt aus. Wow, das ist praktischer, als ich dachte. Oh Mann, ich verdurste. Bloß gut steht hier was zu trinken. Ma, nur noch ein paar Tropfen übrig. Ich habe aber immer noch Durst. Was gibt's im Kühlschrank? Ja, da gibt's noch genug Limo. Also, Kappe abdrehen und das Zischen genießen. Oh nee, oh, die Flasche explodiert. Ich kann das nicht aufhalten. Die spritzt überall hin. Oh Mann, ich habe noch nie in Limo geduscht. Boah, der Sprudel kitzelt so auf meiner Haut. Oh, ich bin völlig durch und klebrig. Warum hast du mir das angetan? Ich wollte doch nur was trinken. Mann, Jennifer, was ist denn hier passiert? Ja, die Flasche ist über mir explodiert und jetzt ist keine Kohlensäure mehr drin. Du solltest dein Gesicht sehen. Ach, keine Sorge. Ich helfe dir. Zumindest mit der Kohlensäure. Drück die ganze Luft aus der Flasche. Und dann verschließt du sie fest mit dem Deckel. Dann einfach wieder in den Kühlschrank stellen. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Wir müssen nur ein bisschen warten. 1, 2, 3, 4, 5 und fertig. Holen wir die Limo wieder raus. Wenn wir den Deckel abmachen, schäumt die Limo wieder auf. Hä? Wow, ich kann gar nicht glauben, dass das funktioniert hat. Da ist voll viel Kohlensäure drin. Jetzt kann ich endlich meinen Durst stillen. Mmh. Oh, das schmeckt echt lecker und überhaupt nicht abgestanden. Hier, war nur Spaß. Manche sind Tests ganz easy. Ach ja, aber für andere sind die Dinge ein bisschen komplizierter. Oh, ich werde diesen Kurs nie bestehen. Woher weiß Kate das alles? Als hätte sie das Lehrbuch auswendig gelernt. Ich fühle mich so dumm. Ob sie mir ihre Lösungen zeigt? Kennst du nicht den besonderen Trick, Jane? Bei Aufgaben wie diesen multipliziere diese Teile hier. Und dann diese. Siehst du? Dann addierst du diese Zahlen. 6 plus 3 ist 9. Ja, das ist die Lösung. 693. Oh, der Trick ist ernsthaft brillant. Wow. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Während des Tests wird nichts gesprochen. Kate? Lass mal sehen. Was? Was ist das alles? Das kann nicht stimmen. Oh mein Gott. Ach. Es stimmt. 693, was ist das denn für ein Hexenwerk? Ja, du darfst mich gerne Mathe-Genie nennen. Erwarte von euch einwandfreies Benehmen während des Tests. Ihr könnt anfangen. Okay, das weiß ich alles. Ich weiß gar nichts. Vielleicht kann ich einen Herzinfarkt vortäuschen. Nee, das ist blöd. Chris?
Nicht quatschen. Oh, entschuldigen Sie. Hey, Madison. Was? Du kriegst diesen Schokoriegel. Hilfst du mir? Du weißt, ich liebe Schokolade. Okay. Bitteschön. Klasse. Daran hätte ich früher schon mal denken sollen. Die Antworten. Suchst du die hier? Ja, die habe ich vermisst. Hey, willst du den auch noch? Dann gib mir die Antworten. Ich habe dir doch schon geholfen. Du nervst. Luftpost. Euer Ernst? Das kommt in den Müll. Sie war's, er war's. War ich gar nicht. Doch, warst du. Nein, du Lügner. Was für ein Kindergarten. Ich will doch nur mein Buch lesen. Ich versuch's nochmal. Hey, hey. Was denn jetzt schon wieder? Siehst du diesen Schokoriegel? Wie wäre es mit dem? Ja, ist abgemacht. Hm, wie machen wir das? Ah, ich weiß. Das ist eine Idee. Öffne dein Heft und klebe von oben nach unten Klebestreifen auf. Das machst du auf der ganzen Seite. Dann nimmst du einen Schwamm und schneidest ihn in kleine Stücke. Klebe ein Stück auf einen Marker. Jetzt hast du ein Schwämmchen, um alles Geschriebene wegzuwischen. Und keiner erfährt's. Hey, willst du die Antworten? Dann sieh her. Was machst du da? Warte, siehst du? Klasse, danke. Darauf wäre ich nie gekommen. Was ist denn da los? Ach, nichts, Frau Lehrerin. Sehen Sie? Ich sehe wohl Gespenster. Das war knapp. Hey, gib mir die Schokoriegel. Nett, mit dir Geschäfte zu machen. Ich liebe diesen Song. Oh, Jennifer und ihre Liebe für schlechte Musik. Ja, du solltest mal den Beat in der Strophe hören. Ja, und der Kaugummi ist auch voll lecker. Achtung, Blase! Oh nee, wie ist denn das passiert? Der Kaugummi ist in Evas Haaren. Was mache ich denn jetzt? Okay, vielleicht kann ich nur vorsichtig rausziehen, ohne dass sie es merkt. Ah, die guckt. Einfach cool bleiben. Oh nee, die kratzt sich am Kopf. Gleich berührt sie den Kaugummi. Boah, Gott sei Dank, die hat ihn nicht gefunden. Puh, das war knapp. Okay, Zeit für einen neuen Versuch. Das muss doch irgendwie besser gehen. Moment. Hey, mein Getränk könnte die Lösung sein. Ein Drink ohne Eiswürfel kommt mir nicht in die Tüte. Hallo, Herr Eiswürfel. Du hattest die Frisur meiner Freundin. Ich reibe das Eis vorsichtig am Kaugummi. Ah, perfekt. Jetzt ist er kalt genug, um ihn abzuziehen, ohne dass es kleben bleibt. Oh, ein Glück habe ich das ohne viel Drama hinbekommen. Und mein Kaugummi habe ich jetzt auch zurück. Naja, lieber doch nicht. Den lasse ich mal kurz hier liegen. Das ist so interessant. Oh, hi. Sieh mal, was ich habe. Ein Hündchen. Wow. Darf ich ihn streicheln? Claro, sie heißt Fluffy. Der perfekte Name. Ist sie nicht süß? Das ist sie. Hallo, Leute. Hi. Ich bin so hübsch. Was? Weg da. Nein. Na egal, dann bezahle ich dich eben fürs Plätzetauschen. Nein, ich bin nicht käuflich. Okay. Oh, was für ein süßes Hündchen. Das ist so gemein. Was glaubt sie, wer sie ist? Ich bin so sauer. Der Schokolade habe ich es aber gezeigt. Hm, willst du sie mal nehmen? Oh ja, gerne. Ja, ich weiß, wie ich es hier heimzahle. Ganz leise. Ich schneide eine Ecke von der Schokolade ab und quetsche sie in ihr Heft. So, sie ist so ein lieber Hund. Oh mein Gott, dieser Köter ist schrecklich, wie eklig. Es hat funktioniert. Das entsorge ich mal schnell. Da bin ich wieder. Hallo, Fluffy. Gutes Mädchen. Stalkst du wieder deinen Schwamm auf Instagram, Sophia? Schau doch nur, wie süß er ist. Ob er wohl an mich denkt? Hä? Warum sitzt er denn bei Lana? Die ist auf keinem dieser Bilder zu sehen. Nicht ausflippen. Vielleicht sind es ja nur Freunde. Wollt ihr schon bestellen?
Zwei heiße Tees. Klingt toll. Kommt sofort. Sind wir nicht alle Tees? Das werden wir ja noch sehen. Sieht aus, als ob das Date großartig läuft. Ich kann das ein bisschen interessanter machen. Und es wird überhaupt nicht viel Mühe machen. Es ist Showtime. Vorsicht, es ist kochend heiß, ja? Upsi! Ach, der Tee ist zu heiß für dich? Mädchen, das passiert alles nur in deinem Kopf. Oh, das war heftig. Ups. Wir sehen uns. Oh, dieses Mädchen ist doch unglaublich, oder? Was ist denn los mit dir? Steht ihr auf krasse Pranks? Der nimmt was Süßes und fügt ein bisschen Schärfe hinzu. Tabasco und Marshmallows? Wenn das keine gute Idee ist, das wird verdammt witzig werden. Was? Du willst das mit noch mehr Würze runterspülen? Bella! Das ist meiner. Wer als erster fertig wird. Na, die Wette gilt. Moment mal. Ist das scharfe Soße? Ach, was für ein Dummkopf. Schon besser. Bereit? 1, 2, 3. Mein Mund brennt! Wasser, sofort! Ja, den Prank habe ich zurückgefeuert. Mann, ich dachte schon, die Mittagspause kommt nie. Hey, Sophia! Das ist nicht lustig. Ich bin da anderer Meinung. Ich zieh mal an einem von denen. Boah, das reicht jetzt. Oh, bleib, tut mir leid. Manchmal kann ich nicht anders. Aber eigentlich habe ich noch einen Streich im Petto. Reiß ein Soßenpäckchen auf und schütte das Ganze in deinen Mund. Ach, du bist einfach so süß. Okay, du willst es nicht anders. Ist das Blut? Ich hab dich doch nicht so hart geschlagen, oder? Kevin, geht's dir gut? Bitte, stirb nicht. Ja, da will ich mir keine Sorgen machen. Wenig Ketchup hat noch nie jemanden umgebracht. Ach komm schon, das war lustig. Ja, manche Leute verstehen einfach keinen Spaß. Hi Kevin, was dagegen, wenn ich hier sitze? Oh ja, wenn du nichts gegen den kleinen Streich hast. Puppets. Schnell, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Angst. Wir schreiben einen Test und der Lehrer ist voll gemein. Das hört sich schlimm an. Der Test des Grauens. Was soll ich nun tun? Mal nachdenken. Ich hab's. Mein Make-up. Okay, und was will ich damit? Das siehst du gleich. Ich nehme etwas Make-up auf meinen Finger. Und dann bemale ich meine Knie damit. Oh, jetzt verstehe ich. Das sieht aus wie eine Wunde. Echt übel. Jetzt du. Da gibt es nur ein Problem. Danke. Hätte ja klappen können. Es gibt noch einen Ausweg. Ein Gummihuhn? Sorry, daneben gegriffen. Danach habe ich gesucht. Heute ist der Test. Freut ihr euch? Wir hatten einen Unfall. Und trotzdem seid ihr aufgetaucht? Schon gut. Geht lieber nach Hause. Autsch, das tut so weh. Voll reingelegt. Yes! Keine Tests für uns. Juhu! Nicht so schnell. Ihr habt eure Hausaufgaben vergessen. Juhu! Oh oh. Hab ich euch erwischt. Lauf! Okay. Jetzt kommt der Kleber. Super. Mein Traumauto, meine Damen und Herren. Oh
Fotos sind das Letzte, was Bella interessiert. Warum ist meine Haut so trocken heute? Nur noch ein Auto. Oh, der Kleber ist echt eine Sauerei. Wie soll ich denn meine Hände da sauber kriegen? Sieht so aus, als würde meine Haut abfallen. Hä? Oh, hier. Danke. Boah, davon brauche ich eine Menge. Oh, so schön schleimig. Das Zeug ist ja abgefahren. Oh, da ist ja fast nichts mehr drin. Wer braucht denn bitte so viel? Thomas! Ich könnte den umbringen. Der Kleber. Ich weiß, wie ich mich an ihm rächen kann. Ich leih mir das mal kurz. Hab's. Ah, das muss aber schnell gehen. Alles, was ihr braucht, ist eine leere Flasche. Und jede Menge Kleber. Wieder voll. Das wird episch. Aber er muss noch anbeißen. Geschafft. Verhalte ich ganz natürlich. Mann, meine Hände sind schon wieder so klebrig. Und ich dachte, du fragst nie. Ein Glück hat Bella so viel davon. Meine Hände fühlen sich bald wieder wie neu an. Mann, das zieht irgendwie nicht ein. Ja. Was passiert denn da mit meiner Haut? Ich schäme mich wie eine Schlange. Meine ganze Hand fällt ab. Ich zerfalle. Thomas? Wach auf. Ist doch alles okay. Aufwachen. Das ist doch nur Kleber, du Blödmann. Ich hab dich doch nur veräppelt. Du schälst dich gar nicht, siehst du? Wach, mein kleiner Prinz. Er ist so niedlich. Aloho, aufgestanden nun. Mom, es ist noch viel zu hell. Aloho, Beckando. Mama, du nervst. Meine guten Dinge sind drei. Echt jetzt, Mama? Du bist die einzige Mutter, die sowas macht. Zieh dich endlich an. Ich sehe aus wie ein Nerd. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag in der Schule. Sie ist so nervig. Das ist die Lösung. Ich mach mich unsichtbar. Hm? Er ist schon weg? Das hat echt funktioniert. Ein Magier zu sein hat seine Vorteile. Das ist doch... Er ist es. Rache ist süß. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich mich rächen werde. Hä? Er schläft weiter. Mal überlegen. Ich hab's. Der Zweig kommt gerade recht. Na, bist du kitzig? Nichts? Wow, der hat einen tiefen Schlaf. Zeit für Plan B. Mann, ist das schwer. Er sollte weniger Süßkram essen. Komm schon. Puh. Oh, ist das anstrengend. Ich schaff das. Vergiss es. Der wiegt eine halbe Tonne. Hey, alles okay? Brauchst du Hilfe? Ihr kommt wie gerufen. Verstanden? Alles klar. Eins, zwei, drei. Was stimmt nicht mit euch? Vielen Dank, Mädels. Yes, oh, ich bin der Beste. Ein Spiel geht noch.
Nimm das. Noch ein Spiel. Schon wieder morgen? Oh nein, das ist gar nicht gut. Wo sind meine Hausaufgaben? Ah, ich habe keine Hausis gemacht. Das wird Ärger geben. Jake, Frühstück ist fertig. Autsch, zu heiß. Mir bleibt nichts anderes übrig. Wie bin ich, mein Liebling? Der Tag ist voll im Eimer. Wenigstens schmeckt das Frühstück. Hey, ich habe die Lösung für mein Problem. Wer braucht schon eine Schüssel? Und den Saft nachschütten. Oh, ich fühle mich unwohl. Eine Zutat fehlt noch. Perfekt. Nutella. Oh, ich muss kotzen. Ich bin genial. Oh, was war das? Sorry, ist so schlecht. Das riecht ekelhaft. Zeig mal deine Stirn. Kein Fieber. Guter Versuch. Ab in die Schule. Aber mir ist doch schlecht. Oh, ich muss Windeln kaufen. Schon gut. Leg dich ins Bett. Da ging wohl was in die Hose. Ah, Nutella. Meine Rettung. Und schmecken tut sie auch. Heute kriege ich den Highscore. Ja, die Glocke. Zeit für einen Snack. Eine leckere Tafel Milka. Oh ja, das ist so lecker. Ich werde alles aufessen. Was ist dieses Geräusch? Oh, hey Tina, was guckst du so? Thomas, du hast echt Probleme. Hast du das Video bekommen? Ich weiß im ganzen Gesicht. Oh Mann, alles aufgegessen. Tina hat noch eine Tafel. Tina, kann ich welche haben? Was? Niemals, du hast deine schon aufgegessen. Er hat gerade gefragt, ob er meine auch essen kann. Sie muss doch nicht gleich so frech werden. Hey, Moment mal. Vielleicht, wenn ich... Nein, so nicht. Aber was, wenn... Eureka, das funktioniert! Zeit, Tinas Schokotafel aufzuschneiden. Ich schneide in diesen Winkel und dann an dieser Linie entlang. Und um dieses letzte Quadrat. Fertig! Ich habe alle Teile auseinandergenommen. Zeit, sie neu anzuordnen. Fertig, sie wird überhaupt nichts merken. Thomas, hast du dieses Stückchen von mir gestohlen? Deine Tafel ist genau hier, Junge, Junge. Ha, du benimmst dich aber sehr auffällig. Warte, warum ist sie überall aufgeschnitten? Da ist doch irgendetwas faul. Ich wusste es, du hast das Stück von mir gestohlen. Ich muss los. Toller Tag für Shopping. Oh, sie kommt. Ich muss mich beeilen. Buh! Dein Gesicht, unbezahlbar. Oh, ich hasse dich. Ein entspannter Tag am Pool. Genau das, was ich brauche. Immer zu Hause? Oh mein Gott! Ah, Hilfe! Schon wieder reingefallen. Hör auf! Das ist nicht lustig. Endlich in Sicherheit. Hier kann er mir nichts tun. Buh! Du entkommst mir nicht. Hier reicht's. Ich gehe nach Hause. Was für ein Tag. Kaum zu glauben, wie oft ich sie erschreckt habe. Das muss ich weitererzählen. Hey, das musst du hören. Pass auf, ich habe mich versteckt und dann... was haben wir da? Und dann habe ich sie im Wasser erschreckt. Das war lustig. Ein schöner Morgen. Oh, ich sollte duschen. Das kommt besser in die Wäsche. Verschon mich. Oh, das ist nur die Maske. Dich hatte ich schon gesucht. Mami, hilf mir. Bitte, tu mir nichts an. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Tolle Maske. Ich hasse diese Maske. Ach, Igitt, ich sollte duschen. Ich werde dich schlagen.
Nein, 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 duck dich, duck dich. Na, schau dir das an. Gewonnen! Ja, das fühlt sich echt gut an. Ich bin unschlagbar. Ich hasse es, wenn er gewinnt. Er glaubt, er ist so toll. Ich wette, er schummelt. Oder benutzt sogar Cheatcodes. Das macht mich echt... Hey, Moment mal. Ich habe eine tolle Idee, ihm eine Lektion zu erteilen. Ich habe das Klebeband, ein ganz langes Stück. Nun die Schere. Warum ist diese Plüschkatze hier? Eureka, meine geniale Erfindung ist vollkommen. Zeit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Thomas! Was ist? Willst du eine Revanche? Hey, was ist das? Stopp, das ist eine Trinkwette. Her mit dem Wetteansatz. Okay, hier. Okay, 3, 2, 1, los! Ich muss nur schneller trinken und gewinnen. Wie trinkt sie so viel schneller als ich? Ich muss nur noch stärker daran ziehen. Fast geschafft! Fertig! Ja, gewonnen! Das heißt, das Geld gehört mir. Bye, ich bin dann mal shoppen. Wie konnte sie mich schlagen? Moment mal, sie hat geschummelt, ich hatte viel mehr zu trinken. Ah, super, ja, einkaufen war toll. Diese neue Jeans ist der Wahnsinn. Oh, die ist so süß. Und die ist noch süßer, weil ich sie günstiger bekommen habe. Ich kann es kaum erwarten, die anzuziehen. Mal sehen, ich lege Julies Sachen in den Schrank. Julies Hosen. Oh, die sind ja alle zerrissen. Ach, schau dir diese Löcher an. Nein, 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 so geht das nicht. Die muss ich reparieren, damit sie sich nicht erkältet. Ich weiß nicht, wie jemand in dem Alter sich so viele Löcher in die Jeans reißen kann. Ach, da ist ja mein hübsches Mädchen. Hey, 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 sind das meine Jeans? Ja, Liebes, ich repariere sie gerade für dich. Oh mein Gott. Ja, danke. Die habe ich auch schon fertig. Schau sie dir an. Ja, die ist jetzt was ganz Besonderes. Ich sehe, du arbeitest noch an der anderen. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich bin fast fertig. Wow, ja, danke. Den Tee hier lasse ich mir schmecken. Oh, während er zieht, könnte ich... Hey, David! Was? Ich will auch etwas zu trinken haben. Oh, na klar. Oh, da ist ja ein Kakaomix hier drin. Ja, Süßigkeiten sind das Beste. Den Kakao habe ich. Nun zur Milch. Hey, was zum Geier? Du hast die Süßigkeiten aufgegessen. Na los, gib das her. Ich meine es todernst. Gib das sofort wieder her. Ich mache keinen Spaß. Oh, ich bin sowas von wütend. Aber Süßigkeiten. Oh, na gut. Hier, nimm es, wenn es dir so viel bedeutet. Juhu, danke, David. Na toll, jetzt habe ich keine Süßigkeiten mehr. Okay, die Luft ist rein, ich kann mich reinschleichen. Wo ist denn meine Packung mit Gummiwürmern, die ich versteckt habe? Oh ja, ich liebe Fruchtgummi so sehr, die esse ich am liebsten. Hi David, darf ich ein paar Gummiwürmer haben, bitte? Oh, nimm die ganze Tüte mit. Sie hat die Tüte, aber das ist Teil meines Plans. Während sie die Würmer isst, gehe ich zu meinem Geheimversteck. Ich habe das Gel aus einer Zahnpastatube herausgedrückt. Seht euch das Gel an. Okay, die Tube ist leer. Das Gel brauche ich nicht mehr. Zurück zu meinen Gummiwürmern. Die stecke ich in die Tube. Die passen dort perfekt hinein. Dann schraube ich den Deckel dran, damit niemand etwas merkt. Ich habe Lust auf einen Gummiwurm. Der steht schon in den Startlöchern. Oh ja, ich kann es kaum erwarten, den zu genießen. Echt gut. Zeit für etwas Müsli. Oh, Thomas, du bist mir im Weg. Hey, fass mal meinen Bizeps an. Hart wie Stein. Yay, ich werde echt stark. Schau dir das an. Ah, was ist hier los? Thomas, hör auf. Lass mich runter. Du machst mich echt wahnsinnig. Ich will einfach nur mein Müsli essen. Hey, gib meinen Löffel zurück. Yay, ich wusste, ich kann das.
Den wollte ich noch verwenden. Er ist echt schrecklich. Soll ich... Oh ja, ich habe den leeren Behälter. Jetzt brauche ich einen Ballon. Ich gebe ihn ins Innere und halte diesen Faden fest. Jetzt klebe ich den Faden an den Deckel. Perfekt, schön sicher. Zeit, das Müsli wieder hineinzugeben. Fertig, und der Deckel wird wieder geschlossen. Thomas, ich brauche dich hier. Da kommt er, Zeit zum Schauspielern. Hier bin ich, was ist los? Ich bekomme den Deckel nicht auf. Du bist doch so stark. Klar, her damit. Ah, das Müsli ist überall verteilt. Das funktioniert, du bist total drauf reingefallen. Hi, hier ist mein digitales Ticket für den Film. Du scheinst sauber zu sein, viel Spaß beim Film. Hey, ich möchte den Film sehen, hier ist mein Ticket. Ich muss einen Blick in deine Tasche werfen. Oh, ernsthaft? Okay, ich leere sie aus. Das ist alles, mehr habe ich nicht dabei. Was? So viele Süßigkeiten, die werden beschlagnahmt. Gemeinheit. Oh, ich mache nur meinen Job. Oh Mann, die Security hat mir meinen Essensvorrat abgenommen. Wie komme ich doch noch an ein paar Snacks? Aber natürlich, ich benutze mein Make-up, das ist die Lösung. Zuerst entferne ich das Make-up aus dem Make-up-Behälter. Dann brauche ich einen Saftkarton. Den brauche ich unbedingt. Mit einer Spritze entferne ich den Saft. Okay, das war erstmal genug Saft. Nun kann ich den Saft in den Lipgloss-Behälter geben. Ich fülle den Behälter mit so viel Saft wie möglich. Okay, Deckel obendrauf und zudrehen. Fest zudrehen, damit der Saft nicht auslaufen kann. Perfekt, so erkennt niemand, dass das kein Make-up ist. Ich kann ihn auf meine Lippen auftragen und sofort genießen. Jetzt bin ich bereit für den Kinofilm. Oh, nicht so schnell. Ich weiß, dass ich meine Tasche vorzeigen muss. Keine Sorge, ich leere die Tasche komplett für die Inspektion. Jupp, das sind ein paar Snacks. Die kannst du haben. Ab in den Müll damit, bye bye. Doch das hier ist mein Make-up. Das darf ich behalten, richtig? Das brauche ich, um meine Lippen zu befeuchten. Dein Make-up interessiert mich nicht. Geh rein. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ha, die war echt schräg drauf. Yeah, ich habe es mit meinem Saft ins Kino geschafft. Da fällt mir ein, eine Erfrischung würde mir jetzt gut tun. Hey Lehrer, ich habe eine Frage. Wie kann ich dir helfen, Julie? Okay, siehst du das? Ja, das musst du als nächstes tun. Okay, aha. Gut, ich bin froh, dass du es verstanden hast. Boah, der hat so viel Kreide auf mir hinterlassen. Die ist ja überall. Ich bin plötzlich ganz hungrig. Hey, mein Stift, natürlich. Was wäre, wenn ich den essen könnte? Ja, den werde ich sofort verspeisen. Hä? Was ist denn in ihn gefahren? David, hör auf. Hä? Was? Willst du auch? Ob ich einen Stift essen will? Stift? Oh, ach so. Ich habe mir nur eingebildet, dass das Essen war. Oh, David, ich zeige dir, was meinen Stift von deinem unterscheidet. Natürlich habe ich mir Schokolade geschnappt, sie auf einen Löffel gelegt und mit einem Föhn erhitzt. Die Schokolade soll nämlich flüssig sein, dann brauche ich einen Stift. Den Radiergummi entfernst du. Dann habe ich eine kleine Röhre auf den Stift gesteckt. Damit ist es einfacher, die Schokolade einzufüllen. Sieh dir das an. Das sieht so gut aus. Aber sie muss erst aushärten. Tada! Ein Schokoladenradiergummi ist fertig. Hast du dir das gemerkt? Ich hoffe es. Den kannst du haben. Wow, danke, Madison. Du bist die Beste. Hm, das ist echt gut. Genau das, was ich jetzt brauche. David, nicht. Der Rest des Stifts ist nicht essbar. Oh, ach ja, voll vergessen. Mein Fehler.